Hallo. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan und haben uns in den letzten Wochen dem Innenausbau unseres Tiny Houses gewidmet, haben letzte Woche ein Video über das Podest mit euch geteilt. Das Küchenpodest, welches wir eigentlich gebaut haben. Wir hatten einfach nur vor, das in zwei Schritten oder in zwei Videos aufzuteilen, weil wir gemerkt haben, oh, es ist doch ganz schön viel Material. Wir verlinken euch also den ersten Teil des Podest-Videos hier oder da. Das heißt, dies ist das Podest-Video Teil 2, wo wir uns den Schubladen gewidmet haben. Wir nehmen euch quasi mit auf die Reise und wünschen euch viel Spaß. An dieser Stelle sei noch gesagt, wir sind keine Profis, es ist keine Bauanleitung, wir haben einfach jeden einzelnen Schritt zum Weg einer fertigen Schublade festgehalten, den wir mit euch teilen möchten, der dient lediglich zur Inspiration, zur Motivation, Schlapplachen. Falls ihr, ja, das natürlich auch. Zuallererst ging es los mit dem Zuschneiden des Holzes, wie immer. Und das hat dann auch wieder ein bisschen Zeit gekostet, wie immer mehr, als wir das geplant haben. Und wie wir genau vorgegangen sind, seht ihr jetzt. Also, wir haben uns jetzt was vorbereitet. Wir haben insgesamt 9 Schubladen, die wir zuschneiden werden. Also es geht jetzt um den Boden der Schubladen. Es wird ein gewisser Abstand zwischen den Waggons. Das heißt, hier haben wir dann eben einen Haken und das sind dann quasi die 3 Waggons. Das ist jetzt so vorbereitet, dass mit etwas Toleranz ich jetzt hier eben diese Platte hier schon mal wegschneide. Um sie dann im Nachhinein mit ziemlicher Genauigkeit oder etwas genauer dann eben auf 64 cm mit der Tischkreissäge fertigstelle. So habe ich gestern schon angefangen und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil ich weiß eben, dass das quasi mein Muster ist. Es ist alles fertig eingestellt, ich muss die hier nur noch durchjagen. Zack, zack, zack. Wir machen das gleiche jetzt nochmal mit den Rahmen der Schubladen. Und zwar kommen diese hier hin an die Seite, haben demnach auch die gleichen Maße, also knapp 64 cm Länge und können gleich hier zugeschnitten werden. Das Schöne an denen ist, sie passen hier so rein, dass ich nicht vorher noch mit der Stichsäge ran muss, sondern ich kann das hier gleich schön geschmeidig nach Maß zuschneiden. Das ist jetzt der Basisaufbau der Schublade. Hier sind jetzt 3 aufeinander gestapelt, das brauchen wir gar nicht. Aber genau, Ilan zeigt es schon ganz grob. Ja. Wir möchten, dass, wenn wir das nachher verleimen, dass die Bodenplatte und die Rückplatte auch schön miteinander verleimt werden können und wir hinten als auch dann später vorne einen cleanen Abschluss haben. Da die Rückwand für unsere Schubladen 7 cm hoch ist, also höher als die Seitenteile, haben wir jetzt nochmal die Tauchsäge aufgebaut mit Führungsschienen. Das hat echt viel Zeit gekostet, aber der Schnitt ist jetzt wenigstens einigermaßen gerade. Das heißt, wir schneiden jetzt die Rückwände zu und dann geht's ans Verleimen. Da wir natürlich noch nie in unserem Leben eine Schublade gebaut haben, lautete unser Motto: Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
Und dann lief's. Und wir haben es festgehalten. In allen Details, selbstverständlich. Ich zeige euch jetzt mal die erste Schublade. Hier ist sie. Eigentlich sind das nur vier Seiten und eine Bodenplatte. Und da dachten wir, ja, das kriegen wir hin. Wir haben ja den Meisterdübler und das geht schon alles. Aber man muss sich erstmal reinfuchsen. Also das haben wir echt ein wenig unterschätzt. Also ich zumindest, weil wir das ja noch 8 Mal vor uns haben. Wenn ich dann irgendwann merke, wir sind jetzt am dritten Tag oder vierten Tag angekommen und machen immer noch Schubladen, dann habe ich Anja schon gesagt, es könnte passieren, dass ich dann einfach verschraube. Was schade wäre, weil wir ja auch diesen Anspruch haben und es soll ja auch Spaß machen. Ja, und das Projekt hat gestern ehrlich gesagt so ein bisschen an Spaß verloren, für mich zumindest. Es fing, wie gesagt, mit dem geraden Sägen an, ja, so etwas Einfaches. Unser Sägeblatt war nämlich langsam durch. Wir haben das ja für das gesamte Projekt schon in Gebrauch gehabt. Auf jeden Fall haben wir erstmal ein neues Sägeblatt besorgt, haben uns dann umentschieden. Wir haben ja einmal die Stichsäge, wir haben einmal eine Tischkreissäge, hier eine relativ professionelle aufgestellt, die wir aber nicht bedienen können. Und dann haben wir ja unsere Tischkreissäge. Und dann haben wir noch eine Tauchsäge. Es sind so Kleinigkeiten, klar, als Laien, wir können nicht erwarten, dass wir das alles können. Es wäre nur schön gewesen für uns, denke ich, für ein Erfolgserlebnis, dass wir gestern ein bisschen schneller vorangekommen wären. Aber okay, wir haben es jetzt raus. Aber wie gesagt, es gibt viele Wege, die ans Ziel führen. Ne? Mit der Methodik fahren wir ganz gut, aber glaubt nicht, dass wir nicht vorher geflucht haben bei den ersten Schubladen. Gerade ich. Bevor wir anfangen, haben wir natürlich erstmal das Brett als auch die Seitenteile und Vorder- und Rückteil geschliffen. Dadurch, dass wir unsere Elemente nicht perfekt wie vom Werk gerade schneiden konnten, werden wir erstmal aussuchen, was passt wo am besten, wo sitzt es gut. Also das ist hinten oder vorne und auch das gleiche auf der anderen Seite. Genau, ich habe jetzt noch ein anderes Brett runtergelegt, einfach, dass wir sauberer arbeiten können, wenn man später mal was anstellen möchte. Wir haben am Anfang ganz oft die Leisten vertauscht und dann haben wir ab und zu mal gedreht und dann wusste man nicht mehr, welches Loch gehörte jetzt wohin. Wenn klar ist, das sind die Rückteile, das sind die Seitenteile, haben wir das Ganze erstmal beschriftet. Das machen wir jetzt auch, weil sonst wieder Fehler passieren. Ich schreibe das einfach immer überall drauf. Ist egal. Seite A. Seite A, Seite A, hier kommen nachher die zwei Dübel hin, hier ist dann die Unterseite, das ist auch immer ganz gut zu kennzeichnen. Dann haben wir hier Seite B. Zunächst fangen wir an, in die Stirnseite dann die Löcher zu bohren. Einmal an den langen Seiten und dann auch an den kurzen. Auf die Unterseite kommen die Löcher, das heißt, ich drehe das Ganze jetzt einmal um. Klemme das einmal fest, denn beim ersten Mal, wenn man das alles händisch macht, dann verrutscht es doch auch immer wieder. Es geht gleich gar nicht so sehr darum, dass die Löcher parallel sind. Das ist wurscht, weil wir die ganz individuell mit der Dübelhilfe dann anpassen können. Wir haben jetzt einen 6er-Dübel verwendet, ist 3 cm lang, das heißt, auf der langen Seite, bei der tieferen Durchbohrung, gehen wir 2 cm rein, auf der kurzen, flachen Seite 1 cm und damit wir nicht ständig wechseln müssen, haben wir uns zwei Bohrer mit Tiefenstopp vorbereitet. Wir haben den Meisterdübler, der ist wirklich ein Meister. Ja. Wir gehen hier einmal durch, messen dann mit dem Zollstock nach. Die Spitze haben wir ausgelassen, weil die ja im Prinzip nur fixiert und sind bei 2 cm stehen geblieben und haben das Ganze dann fixiert. Dieser Meisterdübler hat nämlich eine solche Schiene. Und das Coole dabei ist, dass wir den Mittelpunkt des Holzes, wo dann ja später auch das Loch sitzen soll, kann man hier von der Seite vielleicht ganz gut sehen, durch diesen Schieber festmachen können. So, das sieht ganz gut aus. Drehen das Ganze dann fest. Ja. Unabhängig davon, ob ich dann 8er, 10er oder 6er Dübel nehme, die Löcher werden immer mittig positioniert. Und da hilft einfach diese Begrenzung. Das heißt, es ist komplett egal, wo ich den jetzt ansetze. Das kannst du so machen, aber du kannst es auch anders machen. Ne? Den drehst du um und je nachdem, welchen Winkel du gerade ansetzt, hast du immer die Mitte. Das heißt, also, hier kantet der fest, so. Je nachdem, welches Loch man jetzt gerade bohren möchte. Da kann also nichts schief gehen, das ist genau die Mitte. Der Abstand
bleibt ja derselbe, wie wir den eben genommen haben. Das habe ich einmal eingestellt, das bleibt immer gleich. So, die stecken wir jetzt mal hier rein. Schauen, dass beide Kanten gut aufliegen. Da wir jetzt hier eine kurze Seite haben, brauchen wir jetzt 1 cm Tiefe. Und der wird nämlich hier reingesteckt. Und dann weiß ich auch gleich, dass der exakt auf dieser Höhe sitzt. Also 6er. Das heißt, die Seiten stehen jetzt eigentlich schon. Jetzt kommt das, was uns echt Nerven gekostet hat. Und das ist Vorder- und Rückseite. Weil wir da das Brett nämlich gleich wieder umdrehen müssen. Am Anfang werden wir jetzt aber ganz kurz die Seiten noch vorbohren. Auch hier selber Abstand, bleibt alles gleich. Da gehe ich wieder an die Kante. Bohr 2 cm vor. Dann das gleich auf der anderen Seite. Und genau an dieser Stelle hat unser Fluchen begonnen. Wir müssen die Löcher hier hin übertragen, was aber mit dem Abstandshalter nicht wirklich funktioniert. Weil wir die ja sonst immer mit dem Meisterdübler übertragen haben und hier an der Kante fest saßen. Dann würden wir aber hier oben die Löcher haben, wir brauchen sie aber hier unten. Tja, wir haben lange überlegt. Ne? Boah, das war so ein Krampf. Wahrscheinlich haben wir wirklich, vielleicht gibt es auch noch eine andere Lösung, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben einfach das Brett, jetzt muss ich kurz überlegen, so umgedreht, das nicht gedreht, sondern einfach hier drunter gelegt. Und jetzt, ich muss jedes Mal mich immer kontrollieren, dass es nicht wieder falsch ist, auf Anschlag gehen, hier den Abstand nochmal kontrollieren. Ich zwinge das jetzt auch nochmal fest, weil ich eben schon wieder bei der letzten Kiste immer bei diesen Teilen Abweichungen kriege. Das ist so nervig. Aber das müsste eigentlich gehen. Das auch. Und das sieht auch gut aus. Und das war's im Prinzip schon. Wir haben das so oft gedreht und sind im Nachhinein so dankbar, dass wir uns jetzt alles beschriftet haben, weil immer wieder kommt der Moment, wo man doch überlegt, oh, wie war das denn jetzt nochmal? Gleiches Spiel auf dieser Seite. So. Jetzt fehlen gleich nur noch 4 Löcher. Wir drehen das wieder um. Das kommt rüber. Das kommt hier rüber. Mein Gott. Also abends sollte man sowas nicht machen, wenn der Kopf nicht mehr richtig funktioniert. Sehr gut. Jetzt fehlen noch 4 Löcher auf jeder Seite. Man fängt immer mit der Stirnseite an. Um die 2 Seitenlöcher hierauf zu übertragen, haben wir das folgendermaßen gemacht. Das war Version Nummer 1. Einmal senkrecht, dann runter. Die obere Kante, ne? Ja. Und dann wieder mit dem Abstandshalter Löcher gebohrt. Da wir aber gerade an diesen Seitenteilen nicht immer gleich lange Bretter haben, sondern Abweichungen sind, hier aber der Abstand fest eingestellt ist, kann sich dann dadurch alles verschieben. Weshalb wir das jetzt einfach ein bisschen anders machen. So, hier kommt ein Pin rein. Da kommt ein Pin rein. Einmal hier. Einmal hier. Und dann drücken wir einmal ran. Das reicht auch schon. Das gleiche auf der anderen Seite. So. Und dann sehen wir hier auch direkt schon unsere Einkerbungen. Diese bohre ich jetzt freihand. Setze mir ein Klebchen, dass ich nicht plötzlich auf der anderen Seite der Platte wieder rauskomme. Und das ist eigentlich immer der spannendste Moment, weil hier sind wir am häufigsten gescheitert. Also es kann sich immer irgendetwas verschieben. Wenn man nicht den Anspruch hat, dass es so wird wie von einem Profi, dann
passt es. Guck mal, das sieht doch gut aus. Und hier sieht man einfach wieder, wir haben die Hölzer nicht gerade genug abgesägt. Das ist individuell. Und das kann man jederzeit noch anschleifen oder abschleifen und begradigen. Und ansonsten sollte es einfach so sein. Dann ist das eine sehr individuelle Schublade. So, das ganze Spiel auf der anderen Seite und dann können wir eigentlich verleimen. Bevor wir leimen, auch da haben wir bei den ersten Schubladen geflucht, ist es immer gut, bevor man leimen möchte, alles mal zusammenzustecken. Weil die Kacke ist echt, wenn der Leim drauf ist und man merkt, irgendwas stimmt nicht und man kriegt es nicht zusammen. Mineralprobe. Sitzt! Okay. Wow. Wenn das dann noch alles verpresst ist, ist es cool. Also der Leim. Im nächsten Schritt, das machen wir aber erst, wenn alle Schubladen fertig sind, kommen dann nur noch die Rollen drunter. Die Schubladen werden in das Schienensystem gepackt unter das Küchenpodest und können dann hoffentlich flüssig rollen, ohne irgendwo anzuecken. Ja, und dann waren wir guter Dinge, dass alles soweit fertig ist und wir nur noch mal ganz schnell mit ein paar Schräubchen unsere Schubladenrollen befestigen müssen. Das stellte sich dann aber auch als etwas komplizierter heraus, da wir natürlich sehr, sehr exakt mit den Abständen arbeiten wollten, damit die Schublade sehr fließend läuft, nicht verhakt und so weiter. Das war wirklich ein Krampf. Ich glaube, ich habe die erste Schublade befestigt mit den Rollen und hatte entsprechend Maß genommen, dachte, das passt schon, die Rollen werden definitiv auf den Holzschienen verlaufen. Wir hatten ja auch Holzschienen vorher am Boden verschraubt, die entsprechend unsere Erhöhung des Fußbodens letzten Endes dann simulieren sollten, dass die Schublade auch gerade rausrollen und wieder reinrollen kann. Das haben wir, glaube ich, auch letzte Woche nochmal erklärt. Wir verlinken das sonst gerne nochmal. Und haben dann aber gemerkt, dass das ein bisschen zu viel Spiel hatte, weil wir eine 360-Grad-Rolle gewählt hatten und die sich dann immer wieder gedreht hat. Und ich dachte, ach komm, ist egal, passt schon. Aber ich nicht. Ja. Ich habe das nicht gedacht. Ja. Und ich war richtig clever, weil ich dachte, gehst du mal schön auf die Breite, da wo die Rollen eben gar nicht mehr raus können. Die können sich nicht mehr drehen. Ja, die konnten auch nicht mehr rollen. Und dieses Maß zu finden, das war eigentlich die Qual. Also wir haben da auch gar nicht so viel Bildmaterial für euch. Es war einfach ein Ausprobieren, ein Kampf mit den Nerven, bis Ilan dann wirklich bis auf den Millimeter die exakte Positionierung gefunden hat. Und hat es letzten Endes dann in einem Rutsch durchgemacht, bis wir merkten, dass... Achso, wir hatten keine Rollen mehr. Ja, aber... Ja. Wir hatten keine Rollen mehr. Ja. Ja. Gut, wir kaufen die einfach nochmal nach. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja. Aber die wir haben, die rollen jetzt gut. Und dann werden wir für den nächsten Besuch definitiv noch die Verbinder zwischen den Waggons kaufen. Die müssen ja auch noch miteinander raus und reinrollen. Ja, so war das Ganze. Wir haben es geschafft. Die Schubladen sind installiert. Bis auf 3 Schubladen, die ja noch nicht rollen können, weil sie noch keine Rollen haben. Aber sonst rollt alles andere. Es folgt natürlich noch ein finales Video, wie die Fronten dann am Ende aussehen werden. Wir hoffen also, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und aktiviert dieses Glöckchen. Wir sehen uns nächste Woche natürlich gesund und munter. Tschüss. Tschüss.